Moin aus Hamburg. Ich bin Walter Matthias Kunze und es ist Zeit für den Daily Trend Talk. Wir haben den 30.04. und das lange Wochenende steht vor uns. 1. Mai ist morgen und in diesem Sinne, am Tag der Arbeit soll nicht so viel gearbeitet werden. Ich wünsche euch da schon mal eine gute Zeit und jetzt gibt es einen kleinen Vorschuss, eine kleine Vorschau auf die kommende Woche. Am Montag gehe ich ins Gespräch mit Florian Komm. Florian Komm kommt aus einem Team, die eine Art Modulis Businessmodell oder auch in Geschäftsmodell Entwicklung aufgebaut haben, ein Konzept, um Unternehmen aufzubauen. Die kommen auch aus dem Umfeld von Professor Faltin, der vielleicht auch über die Tee-Kampagne einigen bekannt ist. Dazu aber dann wirklich mehr, um jetzt hier nicht zu viel zu spoilern, am Montag. Am 5. gehe ich dann in den Talk mit Ada Junesche von der Firma Limpo. Ada habe ich kennengelernt vor einigen Wochen hier auf einer Abendveranstaltung im Mindspace hier in Hamburg. Da hatte sie einen sehr, sehr spannenden Vortrag gehalten. Jetzt lassen wir uns überraschen, denn Ada hat mit ihrem Team eine Corona-App entwickelt im Baltikum. Und dazu wird sie berichtet. Wir gehen ein bisschen in das Thema rein, in die Frage, wie geht das da, wie sieht es auch mit Privatsphäre-Fragestellungen aus. Wie sieht das dann in der Praxis aus und welche Methoden haben die benutzt, um diese App zu bauen? 6.5. gehe ich dann ins Gespräch mit Ulf Hansen von Hansen Development und wir schauen uns einfach mal ein bisschen an, wie denn die Trends aussehen im Bereich maritime Wirtschaft. Da tut sich ja auch einiges, die Automatisierung der Schiffe, gerade in der weltweiten Schifffahrt, wird natürlich weiter Fortschritte machen. Das heißt, wir werden möglicherweise irgendwann vollautonom fahrende Fracht- und Tankschiffe haben. Das wird sicherlich nicht nur morgen passieren, sondern erst vielleicht in 5 oder 10 oder 15 Jahren, eher wahrscheinlich im längeren Zeitraum. Was bedeutet das? Was ist heute schon in der Mache? Ich bin sehr gespannt. Dann geht es weiter am 7. Am 7. gehe ich dann in das Gespräch mit den beiden Betreiberinnen von Feuerkopf, ein Beratungsunternehmen, die sich mit Wandlungsthemen befassen und mit Organisationsstrukturen. Und wir gucken einfach mal, wie sind denn die Auswirkungen jetzt auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen, auf Führungsprinzipien, auch aus Sicht der Beratung im Bereich Organisationsaufbau. Dann ist Wochenende. Und am 8. geht es dann weiter. Am 8. Schauen wir einfach mal so ein bisschen, was passiert ist eigentlich genau in dem gesamten Arbeitsthema, in den Arbeitswelten. New Work Future hat ja immer bedeutet, okay, es wird alles digitalisiert und alle können miteinander abstimmen und wir kommen alle wunderbar miteinander klar. 50% von dem ist jetzt erreicht. Die Leute müssen sich selbst organisieren. Kommunikation läuft überwiegend zu bestimmt 90% über Zoom, über Skype, über GoToMeeting etc. etc. Wie funktioniert zum Beispiel jetzt eine Online-Konferenz? Dann nehmen wir das Beispiel der Online-Fokus-Konferenz zum Thema Marketing. Die findet Ende Mai statt. Da halte ich auch einen Vortrag, also das vielleicht noch als kleinen Hinweis, als Disclaimer. Und natürlich schauen wir einfach mal, was bedeutet das in Zukunft, wenn wir mehr und mehr Events online machen. Weitere Themen werden unter anderem sein Luftfahrt. Ich gehe da in das Gespräch mit Experten und Leuten aus dem Bereich der Luftfahrtbranche. Wir werden auch ein bisschen anreisen, wie das eigentlich jetzt aussieht, wenn die klassischen Flugzeuge weniger und weniger fliegen werden. Zum Beispiel, wie sieht es aus mit Luftschiffen, also Zeppeline, können die das teilweise ersetzen, was so ein Flugzeug macht. Ist natürlich langsamer, aber möglicherweise effizienter beim Energieverbrauch. Ihr seht, es gibt noch einiges mehr an Themen. Ich denke, wir werden auch vielleicht hoffentlich schon nächste Woche das Thema Mobilität auf der Straße angehen. Wir werden das Thema autonome Mobilität natürlich auch nochmal anreißen. Ich denke, wir sollten auch uns mit nochmal gesellschaftlichen und ethischen Fragen befassen, ändern sich die Werte der Menschen jetzt dank der Corona-Krise. Wir müssen jetzt halt zum Beispiel auch berücksichtigen, dass alleine die psychologischen
die psychischen Auswirkungen des Masketragens in großen Bereichen des alltäglichen Lebens natürlich auch ihre Rückwirkungen dafür zeigen, ihre Auswirkungen auf den Konsum. Kaufe ich bereitwilliger, freudiger, entspannter, wenn ich an der Käsetheke stehe und eine Maske aufhabe, oder mache ich das lieber nicht, zum Beispiel. Soweit für heute. Wenn ihr selber Fragen haben solltet, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Vorschläge habt, wer unbedingt hier mit in den Talk reinkommen soll, sagt Bescheid, schickt eine Nachricht, entweder als Kommentar oder über die Trinkfest-Page oder an mich über LinkedIn. Und wir freuen uns auf euer Feedback, wir freuen uns über eure Anteilnahme. Auch vielen, vielen Dank nochmal für die gute Unterstützung, für das tolle Feedback. Allein dadurch sind jetzt einige von den Themen zustande gekommen. Und wenn ihr im Unternehmen Bedarf habt, im Bereich Beratung, Marketing, Marktforschung, Strategie, auch dafür gilt wie immer, wir sind für euch da, wir helfen euch, wir bringen das Wissen mit. Soweit für heute. Nun erstmal auf ins längere Wochenende. Ich wünsche euch eine wunderbare, schöne Zeit und wir sehen uns wieder dann am Montag.